Es freut mich besonders, dass ich heute mit Ottmar Reichmuth ein Interview machen darf. Ottmar ist Ständerat in Bundesbern. Ottmar, herzlichen Dank, dass du für das Interview zugesagt hast. Danke, dass du mich angefragt hast. Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Ottmar Reichmuth. Ich wohne in Zilgau, dort wo der Daniel herkommt. Ich kenne ihn durch das natürlich, das ist ein kleines Bergdörfli im Muttital. Ich kenne dich, seit eigentlich, du auf der Welt bist. Ich kenne deine Eltern auch sehr gut. Ich selber habe ursprünglich Käse gelehrt. Ich habe auch Molkereischule gemacht, Handelsschule, die Meisterprüfung. Lange Zeit bei der Oberalm gearbeitet, bin auch Regierungsrat im Kanton Schweiz und jetzt Ständerat. Als ich in die Primarschule Ilgau integriert wurde, warst du Schulpräsident. Wie lief die Integration? Ja, herausfordernd. Du hast uns immer gefordert. Du hast dein Umfeld gefordert. Du hast uns als Behörde gefordert. Ja, sogar den ganzen Kanton. Wir sind, es ist auch für mich als Schulpräsident, ja, es ist in dem Sinn anspruchsvoll gewesen, aber auch spannend. Hat natürlich Fragen gegeben, wie weit macht eine Integration Sinn? Was ist für dich der beste Weg? Für deine Familie, für dein Umfeld? Vor allem die Eltern haben eine wichtige Rolle gespielt in der Anfangsphase natürlich. Dann glaube ich, darf ich aber auch sagen, haben wir sehr ein aufgeschlossenes Lehrerteam gehabt, Zilgau, wo gesagt hat, wir wären bereit, den Weg zu gehen mit einer Integration. Das haben wir dann probiert, hat aber ein Haufen Gespräche gebraucht. Zwischen den Eltern von dir, ich denke auch du mit den Eltern, aber auch mit den Lehrpersonen und daran halt ich auf dem Behördenweg mit den kantonalen Vertretungen, weil das Ganze natürlich müssen organisiert werden. Du hast eine 1-zu-1-Betreuung gehabt. Das hat in der Regelklasse stattgefunden. Ja, es hat ein paar Fragen gehabt. Wir haben die können lösen, zum Glück können lösen. Wir haben immer wirklich probiert zu schauen, was ist für dich das Beste. Das haben du natürlich noch deine Eltern vertreten, aber sie haben das überzeugend gemacht und du hast natürlich immer gekämpft und hast immer das Beste gegeben. Das haben wir auch gemerkt. Das war eine spannende Zeit gewesen. Einfach jetzt mal schauen, was unser System kann und was nicht kann eigentlich. Es hat natürlich auch Grenzen gehabt. War die Integration eine große Herausforderung, gerade auch weil ich als Erster im Kanton Schwyz integriert wurde? Ja, das war es eben gerade. Wir hätten nicht einfach etwas aus der Schublade ziehen. Wir hätten immer alles nur begründen als Pilotprojekt. Du bist wirklich ein Pilotprojekt gewesen, eigentlich, für alle zusammen. Du bist auch stark beobachtet worden. Das hast du vielleicht gar nicht so gemerkt. Aber es sind natürlich die kantonalen Behörden, sind die alle zusammen, wenn die ihre Entscheidungen rechtfertigen. Es braucht hinten dran Personal, es braucht, wir reden modern von Ressourcen, es ist am Schluss eine Geldfrage auch. Es müssen rechtfertigen, ist das korrekt und richtig eingesetzt. Darum ist das immer wieder beobachtet worden. Der Fortschritt von dir, Problemfragen, die es gegeben hat mit der Integration, mit der Regelklasse, gibt's auch, haben natürlich auch Reaktionen gegeben. Teilweise andere besorgte Eltern, die dann Angst hatten, ja, hat mein Kind irgendeinen Nachteil, wenn du entsprechend typisch gefördert wirst? Das haben wir müssen, diskutieren. Es sind aber nur immer Fragen gewesen. Ich glaube, das ist voll mitgetragen worden, darf man sagen. Die Bevölkerung, die anderen Schulkinder, deine Schulkameraden haben das mitgetragen, die anderen Eltern und du selber natürlich und deine Eltern. Aber nein, du bist herausfordernd gewesen für uns als Behörden und natürlich nie so wie du selber, wenn du musst kämpfen und wie die Familie muss kämpfen, das ist klar, aber es war anspruchsvoll gewesen. Ich durfte mit deinem Sohn zur Schule gehen. Es war meine beste Lausbubenzeit, weil ich meine Beeinträchtigung, meine Integration zu Hause ein Thema. Ja, das ist immer wieder ein Thema gewesen. Wobei ich darf eigentlich sagen, ich weiß nicht, ob du den Oldie erlebt hast. Ich glaube, er hat einfach immer wieder erzählt von dir. Er ist durch das aber auch dankbar gewesen. Er hat gesagt, ja, hat schon als Kind gesagt, ja, das ist ja unglaublich. Weil, ja, ich kann mich einfach bewegen, ich kann einfach alles machen, ich kann einfach sein. Das ist für ihn, es ist sogar
ich würde sagen, es positiv gewesen für, also nicht jetzt alleinig ihn, aber ich glaube, dieses Umfeld, das hast du halt, ja, man hätte halt gesehen, es ist nicht so selbstverständlich, dass man einfach darf gesund sein, dass man einfach kann machen, eigentlich, wenn man will oder was man will. Und ich hoffe doch zumindest, sie sind mit dir auch anständig umgegangen. Ja. Und sie haben dich auch etwa mitgetragen, so gut das geht. Ja. Ja. Aber sie sind natürlich alle so ein bisschen Lausbuben gewesen. Auch wird meine nicht ausgeschlossen gewesen. Alles hat er wahrscheinlich nicht erzählt. Aber nein, es war ein Thema gewesen, die Integration von dir und der Umgang mit dir. Ja. Was denkst du, hatte meine Integration bei deinem Sohn, bei den anderen Kollegen und im ganzen Dorf Ilgau für Auswirkungen? Ich habe es jetzt eigentlich schon gesagt. Ich glaube, es hat das Bewusstsein gestärkt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man gesund ist. Vieles positiv grundsätzlich. Wir sind ja hier in einem Interview, auch ehrlich. Ich habe gerade jetzt als Schulpräsident auch Fragen müssen beantworten, wo kritische Fragen, wo gesagt haben, ja, macht das Sinn? Das ist ja wahnsinnig. Jetzt denn dir das so viel Geld zur Verfügung stellen, beziehungsweise das kostet ja so unheimliches Geld und macht das Sinn? Also, es hat schon Bürger gegeben, die das auch kritisch angeschaut haben. Aber das ist unsere Aufgabe als Behörde, das zu sagen, ja, halt, das ist in Ordnung, wir stehen dazu, wir können das auch verantworten, wir können das auch vertreten. Also es hat auch solche Fragen gegeben, was auch üblich ist. Ich meine, wir fragen ja auch wegen einem Strassenprojekt. Wir haben ja gefragt, wegen dem Tunnel ausbauen und sei es das Haus, den wir ja auch hinterfragen. So ist auch das hinterfragt worden. Aber das ist immer sehr, sehr offen diskutiert, aber auch sehr anständig. Und man hat Fragen können beantworten. Und ich glaube, man darf sagen, ich habe nie etwas Negatives gehört, wirklich negativ nachher, man hätte das nicht selber machen sollen, das sei nicht gut oder etwas. Überhaupt nicht, habe ich nie gehört. Du bist Ständerat. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wenn ich jetzt den Tag beschreibe, ich habe natürlich unterschiedliche Rhythmen. Wir haben ja viermal Session im Jahr, viermal drei Wochen, wo ich zu Bern bin. Der Alltag von der Session, der ist relativ geregelt. In der Regel ist man eigentlich, wenn man in Bern ist, ist man von morgen, ich sage jetzt eigentlich spätestens um Viertel über acht bis am Abend um 10, 11 ist man absorbiert mit der Session, mit den Sitzungen, mit irgendwelchen Anlässen, die man besucht. Ja, so gehen die Tage sehr schnell durch. R E N G. Das klingt sehr vielseitig und auch streng. Was war und ist deine Motivation, in die Politik zu gehen und heute Ständerat zu sein? Ja, das ist eine schwierige Frage. Deine und meine Mitbürger haben mich eigentlich zuerst gezwungen. Also Gemeinderat bin ich. Ich habe angefangen als Gemeinderat. Darum bin ich Schulpräsident gewesen, als Gemeinderat, Gemeindepräsident. Da bin ich schier gezwungen worden. Ich bin gegen meinen Willen. Ich bin ja einfach einmal vorgeschlagen worden. Seitdem ich mich vorschlage als Gemeinderat. Und dann habe ich das gar nicht gut gefunden. Und dann habe ich gegen mich selber einen anderen Kandidaten vorgeschlagen und gesagt, der ist viel besser, ihr müsst den wählen. Aber dann haben sie eben mich gewählt nachher. Ja, ja, da bin ich Gemeinderat gewesen. Das ist, ja, dann habe ich aber irgendwann müssen sagen, zuerst ein kleiner Kulturschock. Das ist für mich eine fremde Welt gewesen. Ziemlich bemühend, so die politischen Abläufe, bin ich nicht gewöhnt gewesen, das. Dann hat es mich aber trotzdem ein bisschen auf den Packen. Ich habe mich dann gleich auf den Dreiknübel gesehen, Gemeinderatstätigkeit ist eine spannende Geschichte. Also da hättest du unter Umständen auch du dazu beitragen. Ich bin dann irgendwann Schulpräsident geworden und da haben wir eine solche Frage, wo wir Leute, Menschen vor Ort, wo wir etwas, ich hoffe, etwas Positives können beitragen. Also es ist auch positiv, wenn man für die Wasserversorgung sorgen oder für die Kanalisation im Ort. Das sind ja alles Fragen, für die Gemeindestrasse, dass es funktioniert. Dass wir das Ziegerstenhaus offen haben. Alles so Fragen. Ich muss sagen, ja, das sind Fragen, die mich im Alltag. Und ich kann den Mitmenschen etwas, hoffentlich etwas Gutes tun, damit ich für die einsetzen. Da bin ich auch wirklich 8 Jahre Gemeinderat gewesen, auch noch einmal 4 Jahre Gemeindepräsident. Da habe ich gemeint, jetzt ist es fertig. Da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt politisch erledigt, oder? Ja. Dann hat mich aber ein Kollege irgendwann einfach mal gefragt, ob ich nicht Regierungsrat einfach kandidieren mal als Regierungsrat, ja.
Die Frage habe ich nicht losgelassen, habe ich kandidiert, bin ich auch wieder gewählt worden, zu meinem Erstaunen. Ja, das ist richtig, dann ist man halt wirklich Fulltime-Politiker als Regierungsrat eigentlich. Das ist aber sehr, ja, es ist ein spezieller Job, es ist für mich etwas außerordentlich, auch sehr anspruchsvoll, auch sehr wichtig, ist einfach faktisch Gemeinde, aber Fulltime und einfach für den ganzen Kanton zuständig. Das ist sehr interessant, sehr spannend, aber auch sehr herausfordernd. Ja, da bin ich das 10 Jahre gewesen und da muss man sich überlegen, was man macht. Ich habe mir überlegen, wie lange wollte ich das machen, so ein Amt als Regierungsrat. Da hat mich dann motiviert, als Ständerat zu kandidieren. Mhm. Auch da wieder die Wahl geschafft. Ja, jetzt darf ich Ständerat vom Kanton Schweiz sein. Auch das ist wieder völlig eine andere Welt, eine neue Welt für mich auch. Ich habe zwar gewusst, auf was ich mich einlasse, aber Bundesbern funktioniert halt schon anders als der Kanton Schweiz. Ja, das ist so, ja. Mhm. Ja. Geht es noch weiter nach oben? Du stellst Fragen, Daniel. Nein. Also als Politiker lernt man zwar, in gewissen Sachen sollte man nie Nein sagen, wenn es um sich selber geht, aber Nein, weiter nach oben würde bedeuten, jetzt politisch, das würde Bundesrat bedeuten. Sehr gern, wirklich sehr, sehr gern Ständerat. Und ich bin definitiv kein Bundesrat, definitiv nicht. Das würde ich mir nicht zutrauen. In erster Linie, also nicht jetzt einschränken, es ist fachlich, sachlich wäre ich am Anschlag als das. Vor allem aber, was mir absolut fehlt und wo man wirklich sollte als Bundesrat, das ist Sprachkenntnis. Ich kann in der Zwischenzeit mit Französisch komme ich so weit klar, dass ich in etwa jemanden folgen kann, was gesagt wird. Ich bin dankbar, dass ich selber nicht muss alles Französisch antworten muss. Aber man sollte Französisch, Italienisch und am besten auch noch ein bisschen Englisch können, dass man sich zu 100% für das Land richtig einsetzen kann. Und das masse ich mir nicht an, auch von den Themen her nicht. Auch vom Job her müsste ich auch noch sagen, also das muss man dann wirklich wählen, weil es ist ein absoluter Verschleißjob. Hohe Achtung von unseren Bundesräten, die das machen. Die machen einen tollen Job. Wirklich, die machen das gut. Und ist aber keine Option für mich. Wirklich nicht. Ja. Bist du in einer Lobby? Ich bin sehr viel mit Lobbyisten, wie man natürlich sehr viel in Kontakt kommt. Mir. Ich selber fühle mich unabhängig, wirklich völlig unabhängig. Ich bin, wenn ich jetzt einfach schaue, was ich sonst noch mache, daneben, ich tue mich, wie du weißt, für das Siegerstenhaus einsetzen, zu viel Geld. Das nützt mich zu Bern nicht. Ich tue mich noch für eine Alpkäserie einsetzen im Muttital, Bragokäserie. Auch das nützt dem Sinn nichts. Ich würde mich als, wenn das Lobby ist, ich würde mich als Bauernoch bezeichnen. Rein von dem her, wenn ich lebe, wenn ich aufgewachsen bin, wenn mein Hintergrund ist. Aber ich schaue auch die ein oder andere bäuerliche Vorlage kritisch an. Und in dem Sinn, ein Lobby, nein, in dem Sinn bin ich nicht. Aber ich habe sehr viel mit Lobbyisten zu tun, weil Bundesbern funktioniert. Wenn man seine Anliegen oder für die Anliegen einsteht, dann haben wir halt Lobbyisten. Ja. Ja, das ist so. Da muss man einfach wissen, wie man mit dem kann und will umgehen. Ja. Mhm. Wo stehen wir in Bezug auf Inklusion, Selbstbestimmung, Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigungen? Ich probiere es jetzt positiv auszudrücken. Das mag vielleicht aus deiner Seite. Ich schaue es jetzt als Schweiz an, als Gesamtland, habe ich das Gefühl, haben wir sehr, sehr viel Fortschritt gemacht in den letzten Jahrzehnten, müsste man eigentlich sagen. Also, ich kann aus der Kindheit noch, ich kann mich noch erinnern, wo das noch, ja, wo Menschen mit Beeinträchtigungen noch schier ein Tabu gewesen sind und man kaum getraut hat dazu stehen. Wenn Sie sich so anschauen, hat man sehr viel gemacht. Ich glaube, heute können wir dazu stehen, Menschen mit Beeinträchtigungen sind präsent, vielleicht teilweise noch ein bisschen zu wenig präsent im Alltag.
Was wir sicher noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial haben, das ist mit Infrastrukturen, mit Zugänglichkeit, mit Dings. Da kann man, aber da kann man noch lange sehr viel machen. Da haben wir vielleicht auch zu lange zu wenig gemacht oder zu wenig daran gedacht. Wir können es noch für nur selbstverständlicher machen. Also es hat immer noch sehr viel Potenzial, aber ich meine auch, dass wir sind nicht absolut schlecht. Und im internationalen Vergleich sind wir sehr wahrscheinlich relativ gut, im internationalen Vergleich. Also da gibt es sicher da gibt's Länder, wo es noch ganz bitterbös ist. Da haben wir aber noch andere Probleme, sei es mit Frauenrechtsproblemen, mit Dings. Aber nein, ich muss sagen, ich beurteile es auf einem guten Stand bzw. auf dem richtigen Weg, aber wir können auch bei uns noch sehr viel verbessern. Wird dieses Thema in Bundesbern genügend debattiert? Ob es genügend wird, weiß ich nicht. Einfach so zu beurteilen, es ist aber ein Thema. Es ist immer wieder ein Thema. Wir tut das auch wieder Wert darauf legen. Und ich glaube, politisch, wenn es zum Thema gemacht wird, dann ist klar, dann ist das eine Mitberücksichtigung. Wir haben übrigens auch sehr einen prominenten Vertreter, Christian Lohr, der ja auch mit einem Rollstuhl kommt, der sehr stark beeinträchtigend ist. Das ist auch ein Gutes. Ich bin sehr dankbar, dass ich... Dass ich in den Politbetrieb hineindrehe und mache das mit allen Widrigkeiten, die das hat. Aber gerade durch das wird es vielen auch immer wieder präsent, um zu sagen, ja, halt, das gibt es auch noch, dass wir mehr denken. Das muss möglich sein, dass sich die Leute auch können einbringen, dass die auch ihren Platz haben und vor allem sich im öffentlichen Raum in der Gesellschaft können behaupten. Ja. Ich habe es geschafft, sage ich einmal, der Kreis schließt sich, ich habe mich beruflich sowie auch privat wieder in die Gesellschaft inkludiert und lebe selbstbestimmt außerhalb einer Institution. Studien sagen, sogar wenn jemand bis zu 24 Stunden Assistenz braucht, kommt die Subjektfinanzierung längerfristig billiger als eine Institution. Also schon die Aussage, ich staune, dass die Unterstützungsbeiträge, dass das eigentlich günstiger kommt. Also es ist sehr begrüßenswert. Überhaupt die Weg ist absolut begrüßenswert, muss ich sagen. Ist eine absolut Top-Leistung von deiner Seite. Wird wahrscheinlich nicht für alle funktionieren. Man muss das auch wählen. Also ich bin jetzt überrascht. Ich bin jetzt immer davon ausgegangen, dass der institutionelle Weg, also wenn man Leute in Gruppen haben können, dass das eigentlich einfacher wäre zu managen oder organisierter wäre als solches. Und dass jetzt das noch, wie wir in dieser Frage nicht über den Preis reden, das darf nicht primär der Fall sein. Es muss die Struktur geben, wo es den betroffenen Menschen eigentlich für die betroffenen Menschen angepasst ist. Ich glaube, das müsste der Maßstab sein. Es darf nicht über den Preis gehen. Gibt es etwas, was du beruflich oder privat unbedingt erreichen möchtest? Nein, wenn es jetzt in der Politik geht, ich will mich einfach für die Fragen, die wir haben, für die Gesellschaft, für uns als Gesellschaft einsetzen und nach bestem Wissen und Gewissen unsere Zukunft möglichst gestalten. Einfach mit dem Rucksack, den ich habe, dass wir uns einfach, ich kämpfe sicher für unsere Freiheit, dass all Menschen das können machen, tun und denken, was sie wollen, so wenn wir unterwegs sind. Aber alles innerhalb von der Regeln und Normen, dass es uns auch wohlstandsmässig weiterhin gut geht. Für solche Fragen kann ich mich eigentlich gerne einsetzen. Ich habe es aber nicht mehr irgendwelche Ambitionen, irgendetwas machen. So. Also ich tue mich jetzt sicher noch einmal zur Verfügung stellen. Ich bin ja jetzt zunächst in der Wahlen.
Ich will mich sicher noch einmal als Ständerat zur Verfügung stellen, hoffe, dass ich noch einmal gewählt werde, dass ich nach einer 8-Jahres-Bern bin, aber noch wieder, dass ich mir sehr gut überlege, auch rein vom Alter her, ob ich da überhaupt noch einmal will oder nicht. Also insofern tue ich mich jetzt halt ändern, so gegen das berufliche Ende orientieren, weder dass ich noch irgendwelche höheren Ziele habe. Privat habe ich ein top Umfeld, ich habe eine super Frau, wir kommen sehr gut aus miteinander, wir sind schon 32 Jahre geheiratet und werden das nicht ändern. Und das Umfeld stimmt mit den Kindern und den Zugewandten, die jetzt langsam dazukommen, funktioniert es gut, also auch privat. Grüße sich in der Beruf, zu viel gehoben können zu leben. Ja. Welche Technologien brauchst du in deinem Alltag? Ja, also ohne Internet, ohne PC und ohne Handy wäre es schwierig. Auch wenn ich gewisse Sachen, soll ich jetzt sagen, nicht weiss, wie gerne machen. Also ich bin halt immer noch ein bisschen von meinem ursprünglichen Beruf vom Käse geprägt. Ich bin immer noch der Handwerker. Ich darf wiederum in den Bofern oben auf einem Bauernhof leben. Also ich tue sehr gerne zwischen den Handwerkern, weil das ist etwas, einfach einfache handwerkliche Arbeiten machen, die ich richtig Mühe bin am Abend, weder einfach nur den ganzen Tag vor dem PC hocken. Aber ich habe natürlich sehr viele Tage, sehr viele Sitzungen, Besprechungen, wo ich halt wirklich einfach nur hocken und geistig tätig bin. Ja. Darum habe ich einen top Ausgleich mit dem, aber technisch ohne Internet, ohne PC, ohne Handy wäre es definitiv schwierig. Du hast jetzt die Active Communication etwas kennengelernt. Was ist dein Eindruck der Firma? Ja, ich bin grundsätzlich natürlich sehr positiv überrascht, auch den Geschäftsführer dürfen kennenlernen und er hat eine top Aussage gemacht. Ich glaube, das ist, passt gut in unsere schnelllebige Welt. Das ist eine sehr eindrückliche Aussage. Er kommt ja von der technischen Seite her, hat eine technische Ausbildung und irgendwann, wenn man so im Alltag drin ist, fragt man sich ja, was mache ich da eigentlich, was ist eigentlich der Gegenwert, was ist Dankbarkeit? Und dass er sie da gefunden hat und gesagt hat, ja, ich gehe in den Bereich hin, ich tue mich einsetzen, die neuesten Technologien, die Unterstützungsmassnahmen für Menschen, die Behinderungen haben, da komme ich der größte Rückhalt und die Wertschätzung noch richtig mit über. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aussage und eine beeindruckende Aussage von Dings her. Und wir sind sonst halt, und das könnte man jetzt vielleicht generell ein bisschen als gesellschaftliches Bild anschauen, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, aber auch in einer sehr oberflächlichen Zeit innen an und für sich. Oder? Und ich glaube, Gesellschaft ja, rennt halt schier ein bisschen bei Leuten vorbei, die dem nicht mitmögen. Sei es Leute, wenn wir eine Beeinträchtigung haben, wir müssen auch sehr stark Sorge haben für Leute, die vielleicht auch geistig Schule, ich sage jetzt auch schulisch, vielleicht nicht eine Top-Ausbildung können machen oder so, dass wir als Gesellschaft hier nicht einfach überrennen und weglassen, weil wir sind ein bisschen wohlstandsverwöhnt und sehr auf das Individuum, auf uns selber bedacht, als Gesellschaft setzt in der grossen Masse. Und das hat mich jetzt sehr beeindruckt, gerade jetzt die Aussage, und dass sich eine Firma da wirklich für das einsetzt. Und ich gehe jetzt davon aus, halt vielfach sehr individuelle Lösungen muss suchen, was, wo, wie kann ich an dieser Person Unterstützung bieten, mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, das beeindruckt. Möchtest du noch etwas sagen? Ja, Daniel, mich hat es interessiert. Wir haben es viel über mich und vor allem Politik geredet. Ich meine, was stört dich an der Politik oder an Dingen, wo man mitgeben könnte, um zu sagen, schau, das ärgert, das stört oder da müssen wir den Finger drauf haben. Müssen wir jetzt dringend politisch reagieren, sei es politisch reagieren oder ich als Person oder etwas könnte beitragen, wo dich jetzt im Alltag Hürden auflegen tut. L-T-E-D. Mehr. Wohnung.
sicher der ÖV, aber auch mehr Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, die IV auch noch finanzieren kann. Die Subjektfinanzierung muss noch mehr gepusht werden und das Assistenzmodell muss noch einfacher gestaltet werden und mehr Unterstützung erhalten, damit es mehr Wahlfreiheit gibt. Ja, nehmen wir das gerne mal so mit. Der ÖV, Wohnungen, Assistenzdienst, sicher wichtige Anliegen. Ja. Ich denke, gerade beim ÖV bin ich selber noch dran, schaue ich sicher auch drauf zu drücken. Ich würde mich wirklich jetzt mal schlau machen, wo auf Bundesbahn allenfalls etwas unterwegs ist und ob man diesbezüglich auch wieder einen Input etwas anstoßen kann. Passiert dann auch nicht etwas von heute auf morgen, aber dass man das Thema sicher bewirtschaftet tut. Ja. Nein, ich nehme die Anliegen gerne so mit, Daniel. Ottmar, ich danke dir von Herzen für alles, was du für mich gemacht hast und für das tolle Interview. Ich danke dir, Daniel. Also, du musst nicht mehr danken. Ich habe das vieles gemacht in der Funktion als Behörde. Das gehört sich. Das ist von mir aus gesehen Pflicht, dass wir das machen. Du hast mir aber auch sehr viel zurückgegeben mit deinem Willen. Beeindruckt mich, muss ich sagen. Und ich wünsche dir ja, alles Gute und hoffe, der Weg stimme für dich. Und wünsche dir viel Kraft im Weiterkämpfen und hoffentlich auch viele schöne Erlebnisse. Danke, Daniel. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Merci, danke gleichfalls.